Willkommen Meine Fresse. zu Raw is Cody Rhodes. Ja. That's it, Bro. That's it. Ich könnte kotzen. Warum? Der Mann ist nix. Das ist der Zahnstocher von Scott Hall. Also, du bezeichnest gerade jemanden als nichts, der Brock Lesnar in 60 Sekunden gesquasht hat? Das ist mutig. Ja, unfair. Und ich habe gesagt, das hat Konsequenzen. Ich habe es Aha. gesagt, das hat Konsequenzen. Und deshalb wird er heute Abend auf den besten Wrestler der Welt treffen. Oh. Im Main Event. Und wenn er wieder irgendwelche Tricks versuchen sollte, dann wird das noch schlimmere Konsequenzen haben. Aha. Aber erstmal der Opener. Erst und der Opener. Ja, schön, dass du mitgemacht hast im Turnier, Benjamin. Meinst du, es ist jetzt vorbei? Ja. Ja. Ja, wer weiß, Wunder gibt es immer wieder, sagt man so schön, aber heute nicht. ne? Heute tippe ich auch auf den Undertaker. Schön. Ja. So ist es dann leider auch. Leider, ne? Da kann man nichts machen. Ja, siehst du auch, Lola ist sau traurig. Hätte auch lieber gerne Shelton Benjamin im Halbfinale gesehen. Kann So man nichts ist der machen. Undertaker, der erste Halbfinalist. Ja. Ja, und es geht weiter mit dem zweiten Match, das nächste Viertelfinale. Quasi. Quasi. John Motherfucking Cena gegen Rey Mysterio. Oh ja. Ich tippe ganz stark auf John Cena. Tippste? Ja. Ich weiß, ich bin so ein bisschen so Rey Mysterio, so Hauptsache, schafft das er ist ein das? Ladder-Match. Hast du das eingestellt? Huch, nein. Okay, ist egal. Okay, Ladder Match um den Vertrag des Halbfinals. Kann man mal so machen, habe ich. Kann man mal so machen? Ich war das nicht, Alter. Das war wahrscheinlich vorher so eingestellt. Du hast einfach nur die Teilnehmer geändert, ne? Was weiß ich, Alter. Ja, Jocina gewinnt, Ende. Damit steht auch das erste Halbfinale fest. John Cena Chance. gegen den Tatsächlich. Undertaker. Jau! Ja, ja gut, ne? Das ist natürlich mal eine Ansage. Das ist eine Ansage. Und das nächste Viertelfinale ist auch was, was sich in der ersten Woche abgezeichnet hatte. Oh ja, stimmt. Ja, als Rocky rauskam, nachdem Tyler Black in einem unfassbaren Match Oh ja. Kenta geschlagen hat. Und dann wollte Rocky ihn. Richtig, Rocky wollte Tyler Black. Warum auch immer, das sehen wir jetzt, also sehen es nicht, aber quasi würden wir es Vielleicht sehen. nach den ersten Matches hat Rocky halt gedacht, boah, ich nehme mir jetzt gleich die größte Herausforderung im Viertelfinale vor. Weil dann wird es leichter, meinst Dann du? ist hinten raus leichter. Aber wenn ich sehe, dass die anderen beiden Halbfinalisten Undertaker und John Cena sind, wird es nicht Richtig. unbedingt leichter, Rocky. Es wird nicht Nicht, leichter. nein, nicht wirklich. Rollins, Rocky, ich sag Rocky. Ja, ich sag Tyler Black. Rocky kann doch nichts im Universe-Modus. Oh, Rocky. das ist eine Überraschung für mich Rocky jetzt. im Rocky. Rocky. Also, Rocky Rocky. hat sich quasi. Jetzt habe ich aus Versehen The Rocky verschreiben wollen. The Rocky. The Rocky. Quasi hat The Rock recht behalten. Aber wie gesagt, das Halbfinale ist ansonsten auch ziemlich krass. Aber das Geilste ist, dass The Rock jetzt auf den Sieger von Nakamura und Cody Rhodes trifft. So ist es nämlich. Vielleicht war es also die Idee von Rock gar nicht so dumm, weil wenn Cody Rhodes jetzt echt gewinnt, hat er ja theoretisch das leichteste Los ins Finale. Theoretisch. Aber nur theoretisch. Aber du solltest vielleicht doch mal mit deinem Co-Main-Event weitermachen. Der Go-Main-Event ist einfach, boah, ist da. Kurze Story dazu. Samoa Joe kam an und hat gesagt, ich bin nicht gepinnt worden. Ich habe mir die Chance so hart erarbeitet. Und ich habe gesagt, hör mal, Samoa Joe. Also als er mich beim Kragen hochgenommen hatte, habe ich gesagt, hör mal, Samoa Joe. Du kriegst heute Abend die Chance, gegen Punk anzutreten. Solltest du ihn fair and square in the middle of the ring besiegen, überlege ich mir das nochmal mit einer Chance auf den Titel beim SummerSlam. Oha. Ne, Punk hat ja keinen Herausforderer momentan. Ja. Und von daher, wenn Joe das hier gewinnt. Aber mein Tipp ist natürlich, bitte CM Punk mit dem wegnudeln und dann, ne, und fertig. Samoa Joe macht das. Der macht das. Der wurde ja noch nicht gepinnt. Der hat doch noch überhaupt. Ne, der ist nicht raus. Gib für Den alles ein sollte man nicht erstes Mal. vergessen. Gib für alles ein Ja, erstes und Mal. das ist aber nicht heute. Doch, Scheiße. das ist heute. Und Punk.
Du, Punk ist frisch, Punk ist gut drauf, Punk ist Gott. Nee. Doch? Nee. Doch. Der einzig wahre Gott steht im Main Event, Cody fucking Rhodes. Gegen den besten Wrestler der Welt, Shinsuke Nakamura. Ja, komm. Get that bitch going. Wer, Cody, er lügt sich das wieder. Hätte ich besser Cody den Undertaker gegeben oder so. Und Shinsuke gegen Shelton Benjamin. Das wäre schön gewesen. So, aber Cody Rhodes ist, also du tippst Shinsuke, nehme ich an, ne? Ich verstehe die Frage nicht. Ja, und dieses Mal greift Cody Rhodes auch nicht an. Ne? Jetzt läuft beim Cody. Oh, ich bin richtig nervös, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Ich bin auch so ein bisschen nervös. Frag mich, ob Cody Rhodes länger als 3 Minuten vernünftigen Main Event wirken kann. Ja, mein Tipp ist, jetzt packe ich es aber auch aus, ne? Cody Rhodes. Achso, okay. Ja, jetzt alles oder nichts. Ja, guck dir das an, der kann technisch überhaupt nicht mit Shinsuke mithalten. Überhaupt. Ich meine, hat Shinsuke ja einfach nur einen Gefallen getan. Er hat Brock Lesnar eliminiert. Stell dir vor, Shinsuke hätte mit Brock Lesnar catchen müssen. Du, das wäre schon wieder ein ganz anderes Thema gewesen. Ja, passiert, ne? Dann hätten wir vielleicht Brock gegen Rock gehabt. Das wäre auch schön gewesen, aber. Aber ja, Alabama Slammer, da sagt das. Da sagt er's. Aber, ne, das ist halt, so ist das halt in einem Turnier. Es hätte so viele Konstellationen geben können. Wir haben jetzt diese hier. Ja. Ne? Und es ist, ja, Shinsuke, der ihn jetzt natürlich zurecht stiffen wird. Da weiß der Cody gleich gar nicht mehr, wo er wohnt. Nee. Und ja. Boah, ja, das ist er. Da ist er. Das ist Shinsuke, wie er lebt und lebt. Cody hat auch gegen Baylor eingesteckt wie nichts Gutes. Ja, stimmt schon. 10 Minuten lang hat er nur eingesteckt und dann hat er einen Submission Move angesetzt und hat gewonnen. Ja, oh, stark. Aber das ist der beste Wrestler der Welt, also musst du aufpassen. Ja, der jetzt nach dem ganz großen, also erstmal vielleicht das große Turnier gewinnen und dann vielleicht den ganz großen Titel gewinnen gegen Punk. Wow, guck mal, der kann dann auch der Cody, hat er sich direkt abgeguckt mit dem Knie. Ja, aber das stört den Nakamura nicht. Er hat einen Stahlschädel, sag ich dir. Ja, deswegen gibt's auch erstmal einen Bulldog. Voll aufs Gesicht. Volle Kanne, ey. Und jetzt, oh, guck mal, da wischt ihn da einfach rüber. Und dann? Oh. Okay, schau mal an, der guckt sich das ab, der klaut ihm den Gameplan. Und kassiert ja wieder voll das Running Knee. Und Shinsuke hat Bock. Bam! Oh, was ein Knee-Drop, ey. Ja. Ich bin super gespannt, ey. Haben sie Shinsuke das Moveset von Cody Rhodes gegeben oder so? Oder andersrum? Oh. Oh ja, Cody, Suplex, der geht durch, super. Und die Fans buhen, die hassen Cody. Ich dachte, die Fans wollen Cody. Stimmt, die Fans wollen Cody. Das macht gar keinen Sinn, dass sie buhen. Ja, dann solltest du Cody vielleicht mal als Face einstellen. Ist das Spiel bei dir zu Hause oder bei mir? Du könntest aber sagen, mach den jetzt mal als Ziel. Du bist doch Booker. T? Ja, Five Time. Oh, nee. Jetzt ausgekontert. Und in die Ringecke mit ihm, genau. Ja, okay, Snap Suplex Konter von Shinsuke. Und wieder dieser ekelhafte Knee-Drop, weil der so hoch springt. Nee, mein Lieblings-Knee-Drop ist der, wenn er dem das Knie direkt an die Schläfe haut, so kurz gezogen. Ja. Das ist so übel. Ne, jeder, der sich schon mal nur so ein bisschen an der Schläfe irgendwo gestoßen hat, Der weiß, dass es hart ist. Ekelhaft das ist, aber mit dem Knie. Schöner Suplex wieder. Cody Rhodes, immerhin, er kann mithalten. Ja, und jetzt? Wollte er die Walls of Rhodes ansetzen? Ja. Aber Handkantenschläge von Nakamura. Ja, und dann wieder das Knie, ey. Die beiden stiffen sich ordentlich zurecht. Ja, Cody, der hat Bock. Back Suplex. Shinsuke, ist ja schön, wenn du mit ihm spielst, ne, Alter. Schau mal, Shinsuke lässt sich übers Gesicht wischen, ey. Und wieder dieser kurz gezogene Knee-Drop. Und wieder der Tritt in den Rücken. Also, Alter, Cody ist gut. Cody geht den japanischen stiffen Stil hier gut mit. Verrückt, oder? Ja. Um dann wieder das Knie einzustecken. Ja. Ihn dann aber auszukontern. Oh, Ringecke. Oh, harter Tritt. Und nochmal. Weitere Tritte. Komm, jetzt ist Knie am besten, würde ich lachen, ey. Oh, nee, er schockt ihn da richtig. Also, Cody ist ein böser Junge. Böser Junge, ey. Das richtiges Heal-Move-Set, ey. Und ihr fordert ihn. Jetzt ein German. Und bam! Oh, scheiße. Oh, da wird Cody gleich in... Rope Break. Okay, ich dachte direkt aufgegeben. Hatte aber auch da schon wieder das Knie im Rücken hängen, gleichzeitig. Naja, eben. Oh. Wieder in der Ringecke. Ah, Shinsuke ist diesmal zur Stelle. Und German in die Ringe! Mit Bridge! Oh. Wieder Rope Break. Aber jetzt
Jetzt kommen die Big-Time-Moves von Shinsuke und jetzt ist gleich Feierabend. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Den Breaker. Oh, da ist er! Alabama! Salalalalama! Alter, ist es das? No way. No One, way. Two. Oh, Shinsuke war darauf vorbereitet. Ja, er wusste, das wird passieren. Er hat ja aus Brock Lesnar gelernt. Das ist echt so. Und Armbreaker. Ah. Oh mein Gott, ja, nicht mit Shinsuke. Auch wenn er jetzt hier zurechtgetreten wird. Aber dann kommt Shinsuke nochmal zurück. Und... Boah, Power Slam. Der Cody wirkt müde. Ah. Oh. Aber auch Shinsuke Mann, kommt Mann. Mal ganz langsam auf die Beine. Oh, kontert ihn aus. Und jetzt? Und jetzt? Na, wie denn... Oh, da war der Running Knee. Das war's. Das war's. One, two... Shinsuke Nakamura. Puh, es war knapp. Cody war nah dran, aber Cody. Cody hat sich echt gut gehalten, ne? Aber er hat versagt. Er hat versagt. Jetzt kann er sich vom Acker machen. Jetzt kann er sich vom Acker machen. Alter, keiner Fall. Ich würde den besten Wrestler der Welt aus. Buh. Buh, das wird dem. Nee. Das. Shinsuke rückt vor ins Halbfinale und trifft auf Rocky. Nächste Woche im Halbfinale. Warum bist du so still? Ja, was soll ich dazu sagen? Arme Cody, Mann. Oh, der arme Cody, der arme Cody. Hast du einen Arsch offen? Wird dem Cody nicht gerecht. Ja gut, dann ist damit alles klar. Undertaker gegen John Cena und Shinsuke gegen The Rock im Halbfinale. Das alles sehen wir übermorgen, inklusive Finale selbstverständlich, meine lieben Freunde. Und ja, morgen gibt es für euch erstmal ein World-Title-Match zwischen Kurt Angle und Randy Orton. Freue mich drauf. Tschüss.